sagte, يصبح على كل سلامة. يصبح also jeden Tag, wenn ein Mensch gesund und heil in den Morgen tritt, mit funktionierenden Körperteilen und Organen, obliegt ihm eine Sadaqa für jedes einzelne dieser Sulamiyat. Der Begriff Sulama ist, er steht eigentlich für die Knochen und die Gelenke. Knochen und Gelenke. Und deswegen in der Riwaya von Muslim, der gleiche Hadith nur in der Ausführung von Muslim, nicht von Abu Dharr, sondern von Aisha, da heißt es, dass der Prophet so sagte, خلق ابن آدم على 360 مفصلة. Der Mensch, der Sohn Adams, wurde mit 360 Manfasa oder Sulamiyat geschaffen. Ebenfalls in dem Hadith von Ahmed und Abu Dawud von Buraida. Bei Abu Dawud Ahmed ist es der Hadith von Buraida. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ja, eine ähnliche ist das, die Anzahl, in Bezug auf die Anzahl. 360 steht dieser genannten Mafasid. So, und dann erwähnt er hier Formen der Sadaqa. Und dann sagt er am Ende, zwei Einheiten des Duha genügen all dem. Also wenn jemand nicht 360 Sadaqat am Tag leisten kann, dann zwei Gebetseinheiten zum Duha, das ist vor dem Duha. Ist das aber, bedeutet das ja nicht, selbst wenn man dazu in der Lage ist, selbst wenn man in der Lage dazu ist, oder wenn man nicht in der Lage dazu ist. In dem Hadith von Abu Dawud und Ahmed und Buraida, da sagt er am Ende, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ذَلِكَ فَرَكْعَةَ الضُّحَى تَجْزِيكَ. Wenn du das nicht findest oder nicht kannst, dann genügen dir die Rak'ata al-Duha. In diesem Hadith ist es aber offen gelassen. Ja. Deswegen sagen wir, grundsätzlich ist es ausreichend, aber vorzüglicher ist tatsächlich die Sadaqa. Und all diese Dinge werden mit yani metaphorisch Sadaqa genannt. Weil grundsätzlich die Sadaqa ist, also die eigentliche Bedeutung des Begriffes ist, das Geben, ja. So. Ja, ja. Und übrigens, bei dem Al-Amr bil-Ma'ruf und Nahi al-Munkar geht es um die freiwillige Form des Amr bil-Ma'ruf und Nahi al-Munkar. Hm. Denn eine Pflicht kann nicht durch eine Sollte ersetzt werden. Hm. Das heißt, wenn es eine, wenn eine Pflicht besteht zum Amr bil-Ma'ruf und Nahi al-Munkar, dann kann das nicht ersetzt werden durch zwei Raka'a zum Duha. Hier geht es um die freiwillige Form. Hm. Indem beispielsweise schon jemand das getan hat und man das aber sozusagen wiederholt, um beispielsweise Druck zu machen oder sowas in der Art.